Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Subnautica. Direkt zu Beginn eine kleine Info, die schmerzt mir ein bisschen im Herzen. Denn ich werde Subnautica pausieren für einige Tage und zwar bis nach Weihnachten. Ich muss den Dezember irgendwie organisieren, weil ich hatte, es ist halt Dezember, für mich ist Dezember immer so eine Zeit, da muss was Besonderes kommen. Ich weiß nicht. War schon immer so für mich. Dezember ist für mich immer ein besonderer Tag, besonderer Monat. Und deswegen musste ich ein bisschen umorganisieren. Das heißt, wir werden ein paar Folgen, so ein paar Tage kein Subnautica haben, bis zum, ich glaube, 26. oder 27. Dezember. Dann kommt Subnautica wieder. Und nächstes Jahr werden wir auch dieses ganze Voting-System nochmal ein bisschen überarbeiten. Weil ich möchte auch, dass wir irgendwann die Spiele auch weiterspielen, die wir anfangen. Bisher fangen wir ja, wir haben das ganze Jahr über immer nur Spiele angefangen, aber nicht weitergemacht. Und deswegen müssen wir da ein bisschen was tun. Nö? Okay. So, das dazu. Wir können die Nachricht abspielen. This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't want us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us already. Signal location uploaded to PDA. Okay, Cafeteria. Dafür haben wir jetzt aber keinen Rettungskapsel ist aber jetzt nicht so weit weg, ne? Eins, zwei. Hätten wir jetzt nicht drei haben müssen? Naja, gut. Schade, ich habe, als ich Cafeteria gehört habe, dachte ich so, können wir endlich Wasser irgendwie aufbereiten? Ja, wie sieht's mit unseren Vorräten aus? Wie sieht's mit unserem Inventar aus? Es sieht alles recht gut aus. Wir werden noch nicht an Land gehen, oder? Ah, ich weiß nicht, eigentlich müssten wir in Land gehen. Aber ich möchte erstmal da hinten hin. Ach, da. Dann, das wird die Cafeteria sein, ne? Ja, in der Nähe eines Höhlensystems. Genau, die hingen ja in der Nähe einer Höhle und da war so ein Schlangenviech. Das heißt, nee, dieser komische Schafzahntypi. Der muss die angegriffen haben. Ich möchte einfach nur irgendwie endlich mal nicht von diesen Fischen abhängig sein. Es ist so lästig. Und den habe ich nicht gefunden. Der war direkt hier um die Ecke. Rührt mir doch nicht so ins Ohr. Ist ja pervers. Natürlich kannte ich den. Aber 100 Pro. Stimmt, wir wollten uns um die Energieeffizienz kümmern von unseren Geräten. Ja, hier ist alles geplündert. Toll. Sehr schön. Oh ja. Ich sehe auch hier nichts weiter. Liegt da im Gras irgendwas? Oh, Quarz. Super. Das wollte ich ja nicht finden. Aber gut, dann machen wir Folgendes. Wir schwimmen Richtung Land. Ah, guck mal, da ist nochmal Quarz. Ach stimmt, wir müssen ja nicht mehr selber schwimmen. Huhuhu. Oh, ist das schön. So, Licht kann aus. Kann auch beides ausgegangen? Ja. Ich möchte beides aushaben. Oh, dann schwimmen wir jetzt Richtung trockenes Land. Wo ist mein Gefährt? Hallo? Ach da. Einfach so verschwunden. So, dann schwimmen wir halt jetzt Richtung trockenes Land und gucken einfach, was uns da erwartet. Ob die auch daran gedacht haben. Landlebewesen zu machen.
Greift er mein Schiff an? Was ist das denn? Die Antenne habe ich noch nie gesehen. Seemottenfragment. Ja gut, das ist nichts Neues. Hau ab! Mich kriegst du nicht gebissen. Was haben wir hier? Metallschrott einsammeln, ja. Scannerraum. Ja gut, kennen wir auch schon. Ja, ein paar Ressourcen. Verkaufsautomat! Oh! Nice! Das hört sich doch nach Wasser an. Das hört sich für mich nach Wasser an, Freunde. Es könnte Probleme lösen. Ich frage mich halt nur, wie ich bezahlen werde. Ist wahrscheinlich mit Titanium, nehme ich an, keine Ahnung. Ist ja eigentlich das, was am häufigsten so vorhanden ist. So, kann ich dich noch gebrauchen? Nee. Das ist auch nichts mehr. Ja. Okay, dann gucken wir mal direkt, was so ein Verkaufsautomat kann. Verkaufsautomat. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Da. Ne, ist leicht zu bauen, aber ich werde jetzt davon nicht extra nach Hause fahren. Ich meine, es ist natürlich interessant. Das Problem ist, ich kann heute die Folge auch nicht zu lang machen, weil ich verpennt habe. Also, ja gut. Ich habe Spätschicht und, das heißt, dass ich all meine Freizeit quasi verschlafen habe. Es ist jetzt schon genau 12 und ich muss in 50 Minuten los. Ja, ich muss das alles mal ein bisschen kürzer halten und ich muss noch 60 Parsecs aufnehmen. Schon scheiß. Naja, passiert. Aber dafür ist jetzt Freitag und fast Wochenende, also. Es ist zwar schade, aber... Muss ich jetzt durch? Was leuchtet denn da so? Es leuchtet auf seinem Rücken, Dude. Seepocke. Wow. Ja, ich kriege hier Ressourcen auf seinem Rücken. Na ja, gut. Hallo? Kupfererz. Kupfererz. Aber sonst nichts Besonderes. Aber ich finde es gut, dass der halt so die ganze Fauna am Start hat. Und wir nehmen mal alles Neue mit hier, was wir nicht kennen. Ist das? Ich glaube, ich habe mir einen Pickel ausgedrückt. Okay, der hat wirklich jegliche Fauna an sich. Deswegen ist er so interessant. Das Land bewegt sich doch, das kannst du mir doch nicht erzählen. So weit weg war das, glaube ich, nicht. Das ist kein trockenes Land, das ist eine Riesenschildkröte oder so, ne? Bestimmt. Nee. Hm. Das ist irgendwas Lebendiges. Bleiben mal stehen. Nö, das Land bewegt sich nicht. Kam mir so vor, als hätte sich das bewegt. Ach, da geht's hoch. Und eine neue Nachricht. Na gut, das Land bewegt sich wirklich nicht. Ah. Und wie komme ich jetzt hoch? Energiesignaturen. Pinke Kappe. Wir werden hier eine Probe von allem mitnehmen. Alles, was so geht. Vor allem, die sehen so auffällig aus. Oh, die kann man nicht einsammeln. Hier kriegt man auf jeden Fall pinke Kappe, wozu die auch immer dient. Fremde Pflanzenprobe.
Es sieht aus, als wären wir trotzdem unter Wasser so ein bisschen, ne? Bis auf die Bäume, wobei Knollenbaum. Nahrung. Mal 2 Uhr. Gib her, du Scheißding, du. Cool. Oh, jetzt ist er weg. Naja, egal. Ich habe mich voll gefuttert. Sehr schön. Und hier sind ganz viele davon. Hier haben wir noch eine Minkpflanze. Richtig angepflanzt, wird ein reifes Exemplar dieser Pflanze gut gedeihen. Man kann die anpflanzen. Okay. Was ich nicht verstehe ist, wieso kann man das Schiff vom Weiten sehen, aber nicht die Insel? Das ist ein seltsames Ding. Warte, ich muss hier alles scannen. Scannen. Einheimische Lebensform. Lebensform? Keine Lebensform. Ist eine Pflanze eine Lebensform? Ja, eine Lebensform hat eigentlich ein Gehirn, oder? Für mich hat eine Lebensform ein Gehirn. Das ist eine Höhle, da ist meine Seemotte. Da, die ist schon ziemlich an der Seite. Also, ich würde sagen, die Insel bewegt sich. Ach, guck mal. Wir müssen da hoch. Frage ist nur, wie. Ich weiß nicht, ob es in diesem Spiel ein Fallschadensystem gibt, weil wir schlussendlich nur im Wasser sind. Das ist ja so ein Ding, das muss man zusätzlich programmieren. Das wäre ein bisschen unnötig für ein Spiel, wo man nicht fallen kann. Oh, wir gehen kein Risiko ein. Oh. Außenbeetkasten. Verzieh dich! Verzieh dich! Drecksding, du, komm her! Ich mach dich kaputt, Junge. Kräfte mich hier voran. Okay, Samen. Wie soll ich mich bewegt? Keine Ahnung. Ach, scheiße, Mann. Ich kann nicht so viel mitnehmen. 1, 2, 3, 4. Also hier sogar bald schon wieder zurück. Das sieht so. Guck mich nicht an. Das sieht so aus, als würde hier echt jemand von der Aurora sein Zuhause gebaut haben, ne? Gibt's ja auch einen normalen Eingang. Ich will da rein. Oh, Batterie. Idee. Strandhaus mit Meeresblick freigeschaltet. Also ein Erfolg. Er lebt noch. Kleine Potzau. Ja! Violette Tafel. Okay, ja, schön. Jetzt müssen wir alles uns noch reinziehen, ey. Ja, schon wieder irgendwo so ein Viech. Da ist das Haus mit dem Strandblick. Da müssen wir schlussendlich hin. Sehr
Stase-Gewehrfragment. Stase-Gewehr. Okay, gehen wir zum nächsten Gebäude, das wir sehen. Von da oben aus können wir nämlich neue Gebäude sehen. Ich weiß, wir haben ein paar PDAs freigeschaltet. Aber ich hoffe, ich merke mir das einfach für die nächste Folge. Ich hab's nämlich ein bisschen eilig. Ich will noch so viel mitnehmen, wie geht heute. Und das ist nicht mehr wirklich viel. Also rein theoretisch kann ich mir doch hier oben auch ein Häusle basteln, ne? Also wenn ich das richtig verstanden habe, nö. Ja, ich bin der Einzige, der das hier nicht darf. Finde ich schon ein bisschen uncool, ne? Ja gut, vielleicht ist hier einfach nicht genug Platz. Ja gut, ich bin immer noch nicht höher gekommen. Das ist scheiße. Okay, nicht springen, Zero. Nicht springen. Springen ist böse. Da ist ja wieder so ein Höhlensystem. Ja, komm schon. Ja. Ja, du schaffst das. Ja. Oh mein Gott, bist du gut. Okay, das ist der normale Weg, den man normalerweise geht, um hier hochzukommen. Und wir haben eine tolle Aussicht. Verdammt, ich hätte unten auch noch ein bisschen was kennen sollen, ne? Observatorium. Wir können also doch an Land bauen. Und zwar mit dem. Oh, ich hätte unten viel mehr scannen sollen. Shit. Ist schon cool, ne? Ist schon cool. Also, wir haben da noch ein Häusle. Ich weiß nicht, ob wir da waren, aber ich glaube, da waren wir halt, ne? Lass uns mal kurz den Ausblick nutzen, um die Gebäude zu suchen. Vielleicht versteckt. Ist da hinten irgendwas? Das sieht so. Nee, kein Gebäude. Da ist eine Brücke. Ja, da waren wir, da waren wir. Wir müssen als nächstes da hoch. Aber ich würde sehr gerne nochmal ganz kurz zurück zu dem und da alles scannen, was wir noch nicht kennen. Oh, wir nehmen hier heute nehmen wir den leichten Weg nach unten. Jetzt nur so leicht wäre auch hochzugehen. So, was kann ich hier nicht? Mehrzweckraum. Aber ich weiß nicht, ob ich das damit erlerne. Neuer Bauplan verfügbar. Doch, doch, doch. Lebende Wand. Was ist denn eine lebende Wand? So, können wir hier noch... Ah, das ist eine lebende Wand. Sonst haben wir hier nichts, ne? Ja, schade. Wir haben so viele neue, schöne Sachen gefunden. Aber wir können sie noch nicht einbauen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Naja. Eine chinesische Kartoffelpflanze ist eine einheimische von... Okay. Die Chinesen waren wohl zuerst hier und haben alles benannt. Ansonsten kann ich mir das nicht erklären.
Eine Ming-Pflanze. Natürlich sind die Chinesen hier gewesen. Die ist ja wohl nicht einheimisch. Die ist alles, aber nicht einheimisch. Ist vor allem chinesisch. Schon ein bisschen auffällig, ne? Dass alles hier so ein bisschen chinesisch angehaucht sind. Entweder waren die Entwickler von diesem Spiel Chinesen oder die Chinesen waren als allererstes hier abgestürzt und sind umgekommen. Ne, komm schon! Lauf schneller! Du schaffst das! Ach man. Okay, dann gehen wir halt hier hoch. Ich wollte halt den schweren Weg nehmen, Leute. Der schwere Weg. Denn der Weg ist das Ziel. Ihr kennt doch dieses Sprichwort. Ich finde den Mond immer noch geil. Der sieht immer so cool aus. Was waren das für Geräusche? Jetzt würde jemand auf mich schießen. Hat mir nicht gefallen. Vielleicht hat es auch nur in meinem Kopf geknistert, ich weiß es nicht. Bin alt. Kann passieren. Wasser. Was ist eine antike fremde Tafel mit einem violetten Symbol? Innenbeetkasten. Genau sowas brauchen wir. Ich meine, insofern wir Laternenfrucht. Insofern wir sowas zu Hause anbauen können. Essbar im Notfall. Geringer Nährwert und Wasser. Okay. Wir haben hier Knollenbaum, Mingpflanzen. Rotschirm lassen wir fallen, dafür nehmen wir uns so eine Laternenfrucht und werden die bei uns zu Hause anpflanzen. Ja, das zu diesen Ortschaften. Die Frage ist, haben wir jetzt die Gebäude freigeschaltet, um sie an Land zu bauen oder um sie unter Wasser zu bauen? Weil wir haben vieles freigeschaltet, was wir eigentlich doch schon kennen. Na gut, Observatorium. Emiliertes Glas, okay. Mehrzweckraum. Ja, wir haben jetzt eigentlich alles freigeschaltet, was geht, ne? Dann haben wir hier einen Außenbeetkasten. Für den Gebrauch an Land oder unter Wasser geeignet. Oh. Ein Schot sorgt für strukturelle Verstärkung und verhindert Wassereinbrüche. Okay. Wir brauchen noch den Lebensformzuchtbehälter. Kompositpflanze und Innenbeetkasten. Sowie eine lebende Wand. An der Wand angebrachtes Laub rein dekorativ. Ah, gut. Habe ich mir besser vorgestellt, aber gut, was soll's. So. Was ist das denn? R? Das auswählen. Was kann ich hier auswählen? Hier geht es auf jeden Fall um die Batterie. Ja, keine Ahnung. Wenn ich hier jetzt R drücke. Ja, gut. Ah! Ah, da hat sich was bewegt! Oh! Oh, ja, cool! Oh Gott. Ja, cool, die Energie ist jetzt natürlich verschwunden, weil wir keinen Platz hatten, ne? Aber jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Ich habe aus Versehen R gedrückt. Ah, hier, komm, zack. Andere Batterie ist jetzt natürlich weg, die grüne, ne? Ja gut, dann bauen wir halt eine neue, ist nicht so schlimm. Aber ich finde es schön, dass ich es noch hinbekommen habe, herauszufinden, wie ich die Batterien tauschen kann. Mit der Nachladentaste. Ansonsten war hier, glaube ich, nichts auf der Insel. Wisst ihr was, wir nutzen jetzt noch diese paar Sekunden, die wir haben und... Ja, okay, es gibt hier Fallschaden. Und laufen hier nochmal ein bisschen durch die Gegend und versuchen noch irgendwie so eine Hütte zu finden.
Die PDAs, oh Gott, bitte töte mich nicht. Die PDAs gucken wir uns in der nächsten Folge an, Ende Dezember. Ich weiß, das ist eine lange, lange Zeit. Aber naja. Müssen wir jetzt durch. So, ich sehe hier keine Gebäude mehr. Oh Gott. Ja gut, hier scheint nichts mehr zu sein. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge Mitte Dezember, Ende Dezember, wieder Mitte, Ende Dezember. Und dann gucken wir mal, dass wir unsere Bude so verbessern und vernetzen, dass wir endlich die Pflanzen fressen können, anstatt ständig Wasser suchen zu müssen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.